Hallo und willkommen zurück. Vitale ist übrigens ausgeliehen worden nach St. Pets. Wir schauen jetzt nochmal nach dem Entwicklungsplan von Probst und dann geht es gegen den Tabellenletzten. Jetzt haben wir ja zwei Spiele in Folge verloren, eins durch die Simulation, was ziemlich blöd war. Und deshalb kommen wir jetzt eventuell schon in die Bredouille. Wobei es immer noch. Ah, jetzt haben sie gewonnen. Seht ihr, wenn wir jetzt verlieren, sind es nur noch 4 Punkte. Deshalb müssen wir jetzt auf jeden Fall gewinnen, um vielleicht auch wieder an Bochum ranzukommen. Aber die haben 16 Punkte Vorsprung. Deshalb spielen wir jetzt auch mit der Top 11 gegen Sandhausen. Ohne Rotation, ohne nichts. Wir schauen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, da brauchen wir auf jeden Fall, ist ein Siegpflicht so. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen und wir wollen auch Er wird heute im aufsteigen. Fokus stehen, denn er hat das Karriereende angekündigt und darf in der Startelf. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. SC Verl gegen SV Sandhausen. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Schöner Ball auf Stellwagen. Ah, das sieht gut aus. Ja, oder doch? Versucht per Tor. Volley. Das Tor. Volley genommen. Ganz starke Szene. Geht doch. Warum nicht immer so? Tja, nochmal die Wiederholung. Ja, das ist die Schönes Szene, die Tor. kann dem Trainer nicht gefallen. Was bitte schön macht die Abwehr da? Sie schauen nur zu und kassieren das Ding. Und Italiano macht sein viertes Saisontor. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir so weitermachen. Wie gesagt, die Gutes zwei Technik. Niederlagen tun schon ziemlich weh. Oh, der Tolles passt. Zuspiel. Ah, schade. Verstand er gut und gibt Freistoß. Ja, leider abseits. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Die Chance jetzt Ah. gibt Abstoß. Schade. Na egal, bis jetzt spielen wir gar nicht schlecht. Gegen Bochum, das war wieder mal so ein Spiel, wo nicht viel gegangen ist. Da kommen ja unsere Grenzen. Der Ballgewinn von Sandhausen. Auch wenn die nicht hoch sind. Aber Bochum muss man auch fairerweise dazu sagen, Da spielen die ist das Saison Pressing wirklich eine erfolgreich. brutale Saison. Der Schuss jetzt. Den hält er natürlich. Ecke kommt in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiterhin Bedrängnis. Und den hält er fest. Gut gemacht. Da sind sie da, guter Block. Es wurde in den letzten Tagen viel über ihn geredet, denn er hatte die Gerüchte mittlerweile Oh, bestätigt. Uschi, Diekmeier, er hört stimmt. auf. Er ist am Der gute Ende dieser alte tollen Hamburger. Karriere angekommen. Ja, und das ist natürlich schade. Toller Spieler, toller Mannschaftsspieler vor allem. Was hat der nicht alles erreicht? Der wird eine Lücke reißen, keine Frage. 1:1 ist ja nicht zu ersetzen. Das geht nicht. Ein Riesenspieler. Dario Dumic. Kinzombi. Zombie ist, glaube ich, auch von Hamburg, Er sieht oder? zwar nicht Oh. so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Jetzt können sie es machen. Tor. Und mit dem Tor 2-0 sind sie nun Trimmitsch. mit 2 vorne. Ja, geht doch, Leute.
schön nachgesetzt und dann ist auf einmal viel mehr drin. Der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Also das ist schon mal wichtig. Wie gesagt, jetzt geht es wirklich. Wir müssen jetzt die Punkte sammeln. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Vor dem Tor. Also da zeigen sie heute eine Menge. Das nächste. Torwart der V nochmal. Damit sind sie hier schon mit dreien vorne. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Da trennt er ihn fair vom Ball. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Eine tolle Parade. Jetzt der Eckball. Schöner Kopfball. Und der war schade, nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Die machen das. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Sie haben immer noch den Ball. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Er geht in den Strafraum. Weiter gefährlich. Ne? Sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Ja, jetzt ist erstmal Halbzeit. So, wir schauen mal, wen bringen wir noch? Wen wechseln wir aus? Ich würde sagen, wir bringen mal jetzt Tresoldi wieder rein. Obwohl, Akono ist schlecht drauf. Der darf auch mal ran. Trimic hat sein Tor gemacht. Und ja, dann lassen wir mal Bürger noch für Sessa spielen. Und Sapina da für Italiano. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Aber jetzt steht 2-0. Normalerweise gegen die letzten sollte hier nicht mehr allzu viel passieren. Obwohl wir mit solchen Bällen immer wieder glänzen. Das können wir gut. Er spielt steil. Klasse gespielt. Ah, den müssen sie eigentlich machen. Das war eine Riesenchance. Ja, weg ist der Ball. Ja, energischer Vorstoß. Weiter geht es mit einem Einwurf. Er kann erstmal klären. Schwache Aktion, Ballverlust. Oh, was? Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Oh, er traut sich aus dieser Entfernung, fast der Treffer. Hat der Keeper nicht mitgerechnet, war ein guter Versuch. Also wenn der Keeper beim direkten Freistoß nicht damit rechnet, macht der Keeper wohl irgendwas falsch. Oh, schön. Sie versuchen es. Da hat nicht viel gefehlt. Der Ball geht knapp übers Tor. Egal, versuchen kann man es ja mal. Akono. Ritzmeier. Gefährlich, der Steilpass. Na, da ist der Anschluss. Aber wirklich schön rausgespielt. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Der Pass war richtig gut. Dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Klasse Zuspiel. Also das hätte auch mal Spannung in dieses Spiel gebracht. So, das wäre es jetzt gewesen. Mit der klaren Führung. Was war denn da ich los, Leute? Das waren die Nerven. Den müssen sie machen.
Egal, Ball ist weg. Egal. Gehen wir gar nicht erst hin. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Noch sind hier 20 Minuten. Jetzt machen wir Sandhausen wieder stark. Wie immer. Die Fans ahnen, das ist vielleicht die Chance. Flanke kommt in die Mitte. Ah, schade. Die Flanke holt er sich. Fehler vom Torhüter. Tor. Ball ist drin, aber über diesen Torwartfehler, da müssen wir noch reden. Klar, das wird kritisiert. Ja, da hat der Torwart geschlafen. Einen Moment bist du aber für uns freut sich. Dann fängst du dir so ein Ding. Für uns freue ich mich da. Akuno darf nämlich mal treffen. Sowas wird natürlich bestraft. Klar, das darf nicht passieren. Heute habe ich sie mit dem Deutsch. Einen neuen Spielstand 4:1. Kinzombie. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Da stand er gut und gibt Freistoß. Noch so ein Ding, dann gibt es die Karte. Klar, jetzt ist Zurückhaltung angesagt. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Und er gibt abseits. Das war eng. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Schalala. Ballgewinn hier. Könnte was werden. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Klar, das ist abseits. Es wird jetzt hier gewechselt. Ah, jetzt wollte ich einen Lupfer auspacken. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Schön durchgesetzt. Jetzt der Steilpass. Der ist nicht drin. Ach, ja, im Sturm. Das war richtig knapp. Oh, jetzt werden sie wechseln. Von den Chancen her ist Sandhausen auf jeden Fall richtig schlecht. Also kein Wunder, dass die letzter sind. Wir laden die hier förmlich ein und. So, ja. Nachspielzeit angezeigt, gibt nochmal 2 Minuten drauf. Aber manchmal kommt der Pass auch gar nicht dahin, wo er hin soll. Ich wollte eigentlich nach unten passen. Keeper muss gar nicht eingreifen. Ja, das war's. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Kein Problem für uns. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Wir können uns wieder ein bisschen absetzen und das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, das sieht gut aus. Das ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Oh, Kiel, Darmstadt, alle unentschieden heute. Alle geixt. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ja, sagen wir mal so, wenn sie ihre Torchancen gemacht hätten, wäre das durchaus wirklich im Möglichen gewesen, aber sie wollte es ja anscheinend nicht. So, ich mache jetzt mal die Trainingseinheit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. So, wir haben wieder 7 Punkte Vorsprung. Und es sind nur ein paar Spieltage. Ah, diesmal haben wir ja 18. Also noch genau 7. Bochum hat wohl wieder gewonnen. Waren schon vor uns, okay. Jetzt spielen wir gegen Magdeburg, die sind 8er. Bochum gegen Pauli, das ist aber auch schon mal gut. Dann sind die da hinten schon mal ein bisschen weg. Und Düsseldorf gegen Greuther Fürth, das wird interessant. Und ja, bei Sandhausen ist der Abstieg wohl, obwohl, noch 5 Punkte. Das geht eigentlich. Ist machbar. Ja, es wird langsam, kommen wir ins Finale. Es wird immer spannender. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder.
Bis dann. Ciao, ciao.